So. Bin mal gespannt, ob das damit funktioniert. Tatsache. Hä, wie geil ist das denn bitte? Ich kann jetzt hier original, ich meine, das ist natürlich die Animation von, Mais. Ja. Von Mais. Aber ich kann Karotten ernten. Ja. Voll geil. Hallo, ich meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum LS15. Wieder mal auf dem Community-Server und dabei ist immer noch der Renke. Hallo. Hallo. Na? Er ist noch da fleißig am Ballenpressen, während ich schon mal wieder zurück zum Hof fahre und mal probieren werde, die Kartoffeln zu ernten in der Zwischenzeit. Karotten. Karotten meine ich ja. Entschuldigung, danke. Ach ja, ist das herrlich. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. So, den Schwader packe ich erstmal beim Hof irgendwo hin, glaube ich. Ja, oder beim Hof, oder ist ja egal. Ja, ich meine, eigentlich brauchen wir ihn mehr, glaube ich, später beim hier Dings und Bums, so, ne? BGA. Ja, BGA oder hier beim Kuhweide. Kuhweide, genau. So. Hier stelle ich den erstmal ab. Achso, und dann wollte ich nochmal kurz Richtung Dings switchen. Richtung Kuhweide. Da sagtest du, ist... Stark. Was? Jetzt ist irgendwas passiert. Oh. Irgendwas ist passiert. So. Warst du kaputt oder was ist los? Ja, du verstopft wahrscheinlich. Ah, oh. Das ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass man das machen muss. Ja, der ist gleich verstopft, ne? Nee, Netzen, man muss Netz nachfüllen. Ah, okay. Soll ich dir welche rüberbringen oder hast du da? Nee, ich hab noch zwei Rollen. Ah, okay. Perfekt. Die werden dann so hochgeladen. Das sah eigentlich ganz cool aus. Okay. So. Jetzt will ich mal gucken, wo ihr das hier gemacht habt. Ist das dieser gelbe Automat gewesen hier? Ja, der zwischen den beiden. Da habt ihr. Oder nee, was meinst du? Für das Futter. Das Futter? Ja. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Also ich bin jetzt hier beim Ballenmaster. Da kann ich Stroh und Stroh reinpacken. Ja, du musst, siehst du mich auf der Map? Bin ich schon, oder? Bitte? Bin rechts von dir. Rechts von mir? Hier hinten musst du. Aber du siehst mich wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt neben dem LKW. Warte. Ja, warte. Ja. Jetzt siehst du mich, oder? Nö. Hier bist du aber wahrscheinlich irgendwo. Jetzt musst du einfach am Zaun entlang laufen. Ja. Und dann da ist ja diese diese Kartoffelmaschine und daneben ist die Futtermischhalle. Daneben ist die Futtermischhalle. Hier, da, die Halle hier, oder was? Genau. Und da kannst du es abholen. Ah, okay. Und hier kannst du es anliefern. Ja, was kannst du? Hier ist dann rechts auch so ein Automat, wo drin steht, wie viel da noch drin ist. Also Mais, Weizen, Zuckerrüben, Gerste, Kartoffeln. Das ist natürlich geil. Das haben wir, diese Seite haben wir, glaube ich, noch nicht benutzt. Oder nicht viel. Die andere Seite benutzt, weil wir halt Stroh, Gras und Silage hatten. Ja. Stroh, Gras, Silage. Auch noch ein bisschen was drin. Ja, geil. Und dann macht er da Mischfutter draus und das kannst du dann einlagern. Ja, das haben wir auch 200.000, glaube ich, eingelagert schon mal. Ja, voll geil. Ja. Voll cool, Mann. Das ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Gut, haben wir wieder was gelernt. So, jetzt werde ich mal gucken. Ja, und Miststreicher müsstest du mal kaufen, weil der Misthaufen ist voll. Ja, warte mal. So. Da sind nämlich jetzt 250.000 drin, der ist nämlich voll. Okay, ja, dann muss ich erstmal einen Standard-Dings kaufen. Dann ja. Hab ich den größten mal. Ja, das wäre gut. Den habe ich gekauft und ein. Was für ein Gebiss brauchen wir jetzt? So ein ganz. Das musst du einfach auf Schneidwerk und dann Maispflücker. Ja. Dann halt das für den passenden Hektar, also das vorletzte Mais. Gebiss. Das ist die Holland-Ding.
Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich hab schon gekauft und dann setze ich mir das hier auch gleich mal hier. Scheiße, da will ich doch gar nicht sein. Hier will ich ansteigen und dann will ich mir das Gebild am liebsten da zum Hof. So, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal irgendwie gucken, dass wir ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, ein bisschen hatten wir schon. Ja, habe ich. Das habe ich gesehen, das ist auch ganz geil. Nur, dass wir hier auch irgendwie mal so auch Zubehör und so irgendwie einen Platz kriegen dafür. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt probieren wir erstmal aus, das zu ernten. So. So, ich bin auch fertig. Ja, dann lass die Ballen erstmal da liegen, dann können wir die demnächst da irgendwie mal abholen. So. Bin mal gespannt, ob das damit funktioniert. Tatsache. Hä, wie geil ist das denn bitte? Ich kann jetzt hier original, ich meine, das ist natürlich die Animation von Mais. Ja. Von Mais, aber ich kann Karotten ernten. Ja. Voll geil. Das ist ja mal richtig nobel. Ich habe schon 7% Karotten. Ja, ich weiß nicht, steht ein kleiner Anhänger steht da noch und jetzt wo kann ich mal einen großen. Ja, der Flügel steht hier noch. Ja. Ja, lass mal Karotten ernten, ey. Ja, wir haben auch ein bisschen was gesehen, also. Ja, ich seh das, das sind irgendwie drei Felder, ne? 4, 17 ist auch noch. Ah, okay, 17 ist auch noch. Weil dann können wir hier dann auch gleich Mist fahren oder so oder halt Gülle fahren. Wir hatten auch angedacht, was wir dich noch fragen wollten. So Feld 14 und 13 kann man ja zusammenlegen, wenn man das pflügt. Das sollen wir finden. 14 und 13. Achso, ja, keine Ahnung, könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt. Also ein kleiner Weg zwischen und dann kann man den unterflügen und dann wird das sozusagen ein Feld. Okay. Gleichzeitig bearbeiten sozusagen. So, wenn ihr das wollt, können wir das ja machen. Voll geil. Und hat aber halt keine Strohablage. Nee, das ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht so, oder? Nee. Dann kannst es halt nur so streuen, ne? Ja. Aber das ist natürlich ziemlich lustig. Ich habe auch noch nie Karotten im LS gefarmt. Nee, ich auch nicht. Übertrieben witzig. So, solange wir das dann nachher ja auch irgendwie wegbekommen. Kann man denn mit den Karotten auch noch irgendwas anfangen oder kann man die halt nur verkaufen? Die kann man auch da halt für Futtermaschen benutzen und für Schweine füttern. Ah ja, stimmt, für Schweine füttern, glaube ich, brauchst du die, ne? Ja. Ja, irgendwie sowas war da. Wo jetzt mal einen großen Anhänger. Hier steht noch einmal beim Hof. Der LKW steht noch beim Hof. Den hatte ich hier heute hingestellt. Mhm. Ich habe erst 40%, entspann dich. So, soll ich schon mal die Ballen wieder sammeln oder? Ja, wie du willst, du kannst auch schon gleich mit dem Güllegrubber hier hinterherkommen oder so, wie du. Was du möchtest. Wo steht er denn eigentlich beim Hof, ne? Ich glaube beim Hof, ja. Direkt ja. Bei den Silos steht er. Ja, da muss ich nur kurz mein. Ich weiß halt nur nicht, wo der Zubringer ist. Der ist ja, glaube ich noch beim Kuh. Ja, sind da noch. Muss ich gleich mal wieder umgucken alles. Aber dann nehme ich den John Deere Anhänger mal wieder mit, weil der kleine Case, der schafft den Güllefass nicht. Ja. Das machen wir. Das wäre ja richtig produktiv hier heute. So soll das sein, so gefällt mir das. So bringt das halt auch richtig Spaß, muss ich sagen. Vor allem bringt das gerade richtig Spaß, dass man noch nie Karotten im LS gefarmt hat und das jetzt auf einmal plötzlich kann das. Das ist auch wieder ultra cool, was halt auch die Modder aus der Community entwerfen und entwickeln, so, ne? Ja. Und ich meine, dadurch lebt das Spiel natürlich auch
unter anderem, aber trotzdem ist es übertrieben geil. Jetzt ist die Frage, wo habe ich das Glück fast hingestellt? Wie? Das eine Ding habe ich schon mal. Das gelbe Zuhammer oder was? Nee, das muss ich noch suchen, aber der Feldrandcontainer habe ich schon. Achso, der Zunhammer ist hier oben am Feld. Bei den Silos steht er. Den habe ich da nämlich vorhin hingefahren. Ach, steht er ja. Genau. Mega witzig, ey. Das bringt mir gerade richtig Spaß. Spaß. Sowas finde ich richtig cool, dass man dann auch noch nach, keine Ahnung, in einem Jahr noch Spaß an so einem Spiel hat, beziehungsweise auch nach einem Jahr noch irgendwelche neuen tollen Sachen findet. Ja. Das ist mir voll witzig. Stell ich ihn denn am besten hin, dass er mich nicht beim Füllen stört? Stell ihn auf den Grünstreifen. Mittig vom Feld irgendwo. Zwischen die Bäume da. Ja, ich glaube, ich muss dich gleich erstmal ab. Ja, ich komm da hin. Stell dich da hin und ich fahr da gleich hin. Ja, du bist halt, glaube ich, eher voll, als dass du hier bist. 93 habe ich noch. Oder lass ihn da unten einfach stehen, da passt es ja auch. So, dann muss ich mal kurz weg. Gehen die Karotten denn auch da rein? Ja, die gehen da rein. Dann ist ja gut. Leute, wir tanken jetzt zum ersten Mal gefarmte Karotten ab. Ist das nicht herrlich? Das ist mega witzig, ey. Ja, sieht doch lustig aus irgendwie. Ja, muss ich auch gerade mal so sagen, fallen so ein paar Karotten rein, ist halt alles rot, so Karotten. Ja. Kann man schon mal machen. Kann man machen. Vor allem, was kriegt man für Karotten, wenn man die verkauft, so vom Ding hier? Dinkel, Karotten, da nicht. 900 beim Edeka, 860, 920 beim Hotel, 940 beim Pferdehof. 953 bei der Taverne, ja. Zuckerrüben haben wir auch gar nicht so viele, ne? Nö. 179.000 Liter Zuckerrüben. Alter, ihr seid doch alle krank. Ja, 179.000 Liter Zuckerrüben geht ja noch, wenn du dir die Wechselgutlager anguckst. Kann ich das nicht auch hier sehen? Warte mal. Nee, das siehst du da leider nicht, haben wir auch schon geguckt. Doch, das siehst die sind du doch halt hier. Ja. Als randvoll. Ja. 50 Kühe haben wir nur. Hatte Dorne ja in der letzten. Ja. Vorletzten Folge hat gekauft. Ja. Weiß gar nicht, fährt hier überhaupt noch dieser automatische Milchwagen rum oder müssen wir das auch selber? Nee, um 0 Uhr wird das automatisch. Ah, okay. Wir können es auch ausschalten, dann müssen wir es selber machen, aber. Nee, bloß nicht, ja, dann müssen wir noch mehr machen. Ja. Ich bin jetzt hier am Karotten ernten. Ich muss erstmal mein Güllefass auftanken. Ja, mach das mal. Aber das finde ich auch ganz geil mit dem gleichzeitig grubbern. Ja. Ich meine, ist natürlich eigentlich so klar zwei Schritte in einem, aber natürlich wird es halt auch schneller gehen, wenn du nur Gülle fährst und anschließend grubberst mit dem normalen Grubber-Seemaschinen-Ding. Ja. Aber ich meine, bisschen Spaß muss sein, ne? Ja, das hatten wir uns auch gedacht dabei. Weil so ist es halt geil, du kannst halt mit dem Zubringer dahin fahren und das ist halt ganz entspannt. Brauchst du da noch Gülle in deinem Zubringer oder ist der noch? Ich habe jetzt erstmal mein Gülle fast voll und ich weiß nicht, wie viel ist denn jetzt noch im LKW? Ah, warte, ich stell mal den Helfer hier ein. Eine, du kannst das noch voll machen, wenn du willst. Ja. Das da reinkippen. Ja, oder mach halt. Du kannst ja mal das machen, was ich dir gerade erzählt habe, das kannst du ja gerne mal machen. Was denn? Ja, mit dem blauen LKW und dann dem Olli.
Das ist auch ganz lustig. Ja, warte. Kannst du halt so richtig viel mitnehmen. Das muss ich erstmal. Was wir auch, angedacht hatten, dass wir so ein von den Mods von Kotte. Ja. So ein Auflieger, also halt so ein für LKWs nehmen, dann LKW vormachen. Ja. Dann noch einen dahinter machen mit Dolly, dann können wir halt 60.000 transportieren an Gülle. Ja. Ich weiß aber nicht, ob man hier einen hinterhängen kann. Das ist hier nicht, weil das ist der vom Standardspiel. Ach, das ist der vom Standardspiel? Ja. Ich habe mich schon gewundert. Ich wusste gar nicht, dass, dass er mittlerweile in einem Standardspiel drin ist. Ja, wenn man das so halt nie, wenn man halt nicht Gülle und so benutzt, dann... Nee, habe ich bisher ja noch nie so richtig. Warte mal, kann ich nicht hier auch Gülle abzapfen? Ja, das ist aber leer. Achso. Ah, ich fahre da hinten hin. Ich glaube, bei der BGA ist ja auch noch Gülle dann, ne? Wir haben hier überall Gülle in Hülle und Fülle, ey. Ja. Ah, hier ist sogar noch, sind sogar noch Sonnenblumen gepflanzt. Die können wir dann auch irgendwie mal ernten. Ja, das haben wir auch gemacht. Aber da brauchen wir auch den Maisflipper dazu gebraucht, den du jetzt für Karotten benutzt. Ja. Ja, jetzt haben wir ja einen. Können wir die ja auch ernten. Und dann muss ich nochmal Feld 27 und 28 kaufen. So, jetzt. Wow. So, jetzt nochmal. Ihr habt den. Den blauen, wo ja. Wasser drin ist, leer gemacht und haben dann mit dem Dolly, den wir haben, ja. Haben wir da den LKW drauf gemacht. Ich kann dir jetzt auch mal kurz zeigen, das machen wir es einfacher. Ja, so. Warte, ich weiß ja schon, den blauen LKW habt ihr genommen, ne? Da ist ja Wasser drin noch. Ja, warte. Gucken wir mal da. Warte, ich gebe das mal auf. Den halt. So, gebe ich das hier mal aus. Wow, jetzt nehmen sie ja auch ganz schön viel Wasser, ne? Ja, die nehmen ein bisschen mehr, ich glaube 30.000 Liter oder was die da Wasser reinpassen. Ah ja, gut, jetzt sind ja auch mehr Kühe da. Ja. Letztes Mal da habe ich nämlich irgendwie gebremst, von wegen das reicht. Ja, wir haben das auch schon geguckt, also 30.000 Stroh passt jetzt rein. Ja. 100.000, also halt auf jeder links 100.000 Liter. Ja. Von Gras und so. Okay. Ich glaube Wasser auch 30.000. Oh, ist ja auch in Ordnung. Ja. Kippe ich jetzt den Rest hier wieder rein in den. Uah, in den See. Wenn das geht. Geht glaube ich gar nicht, oder? Ja doch, muss X drücken. Ich muss X drücken. Ja. Geht nicht. Ich. Entleeren. Einfach entleeren. Ah, da muss ich gar nicht für ein Ding stehen oder was im Wasser. Nicht unbedingt. Hä? Will er nicht. Hm? Müsste das mit X oder Q gehen? Nö, geht nicht, will er nicht bei mir. Ah, doch, warte. Jetzt mach das. Gut. Bisschen Rasen springen hier. Ja, ich füll dir dein Gülle fast gerade schon mal auf. Ja. Deinen nur noch auffüllen und dann. Aber ich würde sagen, wie wir das machen, Leute, seht ihr in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Auf dem Community-Server und ihr seht, wir haben eine Menge vor und sind noch lange nicht am Ziel, auch wenn schon bald der LS17 rauskommt. Aber Leute, schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht. Vielen Dank an Renke fürs dabei sein und bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.